Recht herzlich willkommen zur 24. Folge von Planet Nomads. Ja, hier haben wir unsere Maschinen, die wir gebaut haben letztes Mal, wo wir Lebensmittel jetzt machen, ne? Elektrizität haben wir mit der anderen. Und ja, da kommt die Biopaste raus. Die nehmen wir mal mit. Und dann essen wir auch welche davon. Und ja, können wir hier noch was bauen, und zwar schauen wir mal rein hier. Was ist das? Das ist hier so eine Erholungskammer. Ich glaube, die machen wir, dann können wir da drinnen schlafen und dann werden wir auch schneller generiert. Gut. Also, das ist mal auswählen. Hier hin auf die 0. Jo, und dann müssen wir die 0 auswählen und bauen das hier hin, ne? So. Sieht das so ganz gut aus, oder? Jetzt sind wir noch hungrig. Jetzt basteln wir das. Geht? Nee, doch nicht, ganz nicht. Da fehlt uns ein Rahmenteil. Und lass uns mal gerade gucken, ob wir das andere bauen können. Das hier geht. Machen wir das mal. Fertig. Und das geht auch. Das Teil funktioniert auch. Batterie leer. Fertig. Nächste Stück. Ah, da fehlt Glas. Dann da. Das geht. Fertig. Und der geht auch. Ein Glasteil fehlt und ein Rahmen fehlt. Was macht die Tür? Die können wir auch bauen. Auch fertig. Gut. So, dann müssen wir die noch mit Strom verbinden. Nehmen und ja, wir brauchen Strom, definitiv hier, aber ich glaube, wir müssen erst auf dem anderen, ne, oder? Ne, muss man umgekehrt machen. Von da, da nach da, dann geht die Tür auch, ne? Jetzt läuft's, da sieht man's. Jetzt gehen wir, machen wir sie auf. Gehen wir durch. Und sie geht automatisch zu. Gut, dann gehen wir hier unten hin. Einmal das Menü auswählen wieder. Dann gehen wir zu dem 3D-Drucker hier. Ein Rahmen und ein Glasteil. Bauen wir das gerade. Da. Da haben wir welche. 5 Stück sogar. Gut, und die Platten nehmen wir auch mit. Das sind 2, das sind 1. Okay. Nichts anderes. Und dann bauen wir ein Glasteil. Und ja, fertig ist es. Nehmen wir es mit da oben und wir können noch was anschieben, oder? Wir brauchen noch Rahmen und müssen ja noch mehr von der Decke machen. Dann machen wir da 10 Stück oder 5. Gut, mach die, und die Platten brauchen wir auch noch. Auch 5. Gut. Dann raus hier, den nehmen wir noch mit. Und dann gehen wir hoch. Hier rein. Und machen wir erstmal dieses Teil fertig. Wunderbar. Und dann machen wir unsere Schlafkabine. Hammer, gut. Die müssen wir auch mit Strom verbinden. Ja, aber falsch rum wieder. Wir müssen erst da und dann noch da. So, jetzt läuft's. Und dann gehen wir rein. Jetzt sind wir drinnen. Viele Scheiben. Und ja, können wir Leertaste drücken und schlafen. Alles wunderbar. Opa sieht natürlich krass aus. Alles 100%. Krass. Okay. So, jetzt können wir ganz viel bauen, ne? Das Dach zum Beispiel. Aber da brauchen wir mehr Teile.
Ja, hier können wir erstmal anfangen. B müssen wir dann haben. Jo. Da. Dann ist es die SD8, oder? So, müssen wir gerade gucken. Ja, SD8. So, dann nehmen wir die 8 und bauen das da oben dran. So. Und da noch einen. Dann gehen wir hier hin und dann machen wir das auch. Warte mal, wir können das doch auch jetzt richtig machen, oder? So. So, das wäre passend, oder? Machen wir so weiter. Weil oben ist es ja nicht so ganz so richtig gerade drauf, ne? Ach so, wir haben keinen Rahmen mehr. Hm. Gut, dann müssen wir wieder rausgehen. Dann gucken wir mal nach. Da sind ja schon welche fertig, oder? Gehen wir hier runter und schauen wir da rein. Wir müssten eigentlich oben irgendwie einen 3D-Drucker noch machen, ne? In der Station. Aber naja. Machen wir die Frames und ja, da brauchen wir reichlich, denke ich mal, noch 15 Stück, okay. Und die Dingens Metallplatten müssen wir auch noch machen. Können wir da von hier was bauen? Ja. Jo. Und da geht auch groß. Die Rahmen holen, die Platten holen und die Rahmen. Kommt noch ein Rahmen. Machen wir noch einen mehr ab. Zwei, gut. Den nehmen wir gerade noch und dann können wir gerade zur Station wieder gehen. Zu unserem Gebäude. Gehen wir raus hier. Einmal rum. So. Da rein. Und dann bauen wir das hier fertig. Die Nummer 8 wieder ausgewählt und weiter geht's. Da. Und den da auch noch. Gut. Das geht. Da. Und na komm schon. Da. Den. Den. Und komm. Da noch ein. Da, aber warte mal. Das ist ja auch nicht richtig dann, ne? Hm. Das ist die falsche Position ja auch dann, wenn wir das so haben. Hm. So, und jetzt müsste noch ein weiter, das geht aber irgendwie nicht. Dann lass uns mal gerade den einmal setzen. Geht er mal jetzt richtig hin, ne? Oh, da war er gerade, glaub, oder? Nochmal. Ah, wie kriegen wir das jetzt hin? So, da, komm, jetzt den da einmal hingesetzt. Genau, jetzt hat's geklappt. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir den hier an dieser Seite an der richtigen Stelle kriegen. Und zwar so nicht, das ist bündig. Sondern noch einen Tacken weiter. So, das ist jetzt der einzigste richtige. Die sind alle falsch gebaut. So, jetzt müssen wir die nur abbauen, ne? Wie geht das denn weg jetzt? Mit. Nee, das bringt uns nichts. Jetzt mit dem Werkzeug, mit unserem Multitool müssten wir das machen können, ne? Und dann rechtsklicken. Genau so ist es. Alles weg wieder. Kriegen das Material zum Glück wieder. Alles ist weg, weg, weg. Und da auch. Da dauert es ein bisschen länger. Aber das kriegen wir auch. Wut, wut, wut macht's. Wut, wut. Gut, und dann müssen wir es nochmal bauen von diesem einen aus, den wir jetzt hier ausgesucht haben, ne?
ausgesucht. Aufgebaut haben an der richtigen Stelle. Oh, Physik funktioniert auch. Einer runtergefallen. Gut, so, der ist jetzt richtig und den müssen wir jetzt bauen. Haben wir die 8 und dann da richtig dran. Bisschen rumgehen. So, das passt. Das auch. Passt. So. Ja, falsche Position, ne? Passt. Super. Klappt. Dahin, dahin. Da und da. Fertig. Da drauf. Den. Ah, da war ein Geräusch. Das war eben die Tür, die auf und zu gegangen ist. Ich hätte jetzt erst gedacht, da kommt ein Tier oder sowas. Gut. Nochmal. Den Rahmen da auch rein. Wunderbar. Zurück dahin. Läuft. Gut. Und dann sind wir von der Maschine. Müssen wir rundherum gehen. Kriegen wir aber auch noch hin. Und da sitzt er. Und kriege ich den dann noch hin? Oh, schnappt nicht richtig ein. Komm, gehen wir. Na. Ja. Müssen wir anders uns positionieren hier. So. Und da war er gerade schon. Da ist er. Passt. Und jetzt haben wir keine Rahmen mehr. Gut, dann können wir jetzt die Platten fertig bauen mit den, also mit den Metallplatten das fertig bauen. Läuft. Gut. Keine Batterieladung mehr. Was war das? Da war es rot am Leuchten, oder? Da ist doch genug Saft drauf. Ach, wenn die Tür aufgeht, braucht die Strom, dass da kurz unterbrochen wird. Alles klar. Fertig machen. Noch einen. Nächsten. Nächsten. Ja. Jetzt kriegen wir die Decke fertig, ne? Lauter Platten da einbauen. Batterie wieder leer. Da. Dort auch. Die Ecke. Yep. Und da noch eine hin. Oh, geht nicht mehr. Keine Platten mehr. Dann gehen wir mal raus. Ja, die Tür geht zu. Und dann gehen wir zum Drucker. Da hat man doch noch was angestoßen. Okay. Da haben wir noch 9 davon. Okay, aber wir hatten keine Platten gemacht. Okay, da brauchen wir noch mehr. 10 Stück auf jeden Fall. Neun, dann machen wir 10 Rahmen raus. Ersten haben wir von den Platten. Bisschen was essen können wir gerade noch. Obwohl wir hatten, glaube ich, genug. War also Blödsinn. Nehmen wir noch 2 Platten mehr. Und dann gehen wir wieder rein, oder? Können wir ein paar bauen jetzt. Da rein. Und zumachen. Damit es nicht reinrechnet. Fertig. Und keine Platten mehr. Nehmen wir jetzt die Rahmen wieder und bauen die weiter. Das sitzt. Das auch. Der passt auch. Da noch hin. Den da hin. Und
den. Hier müssen wir hier wieder rum. Ein bisschen gucken, dass wir da hinkommen. Da war er, da. Noch ein. Noch ein und hier rüber. Hat auch geklappt. Wunderbar. Hier nebenher. Und jetzt fehlt uns Material. Zwei Rahmen fehlen also. Und dann brauchen wir noch Platten auch, ne? Mal raus. Also Rahmen und Platten brauchen wir noch. Aufmachen und dann nehmen wir den Rahmen raus. Brauchen wir noch mehr. Mach ruhig 6, 7, 8, 9, 10. Und die Platten haben wir noch 2. Da brauchen wir auch noch mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne, 8 reichen. Und dann gehen wir zurück und bauen das auf. Warte, wir müssen auch was noch mitnehmen, ne? Weil wir haben nur den einen Rahmen, da müssen wir noch mehr mitnehmen. Haben wir. Dann geht erstmal was. Gehen wir wieder rein in die Station. Tür auf. Wir fliegen rein. Und dann basteln wir hier fertig. Platten. Decke zumachen. Wunderbar. Die und die. Und Batterie leer. Super. Oh, da fehlen uns wieder Platten. 7 Stück brauchen wir da wohl. Und hier brauchen wir jetzt noch die 2 Rahmen. Die haben wir aber mit, oder? Nummer 8. Einmal. Und wieder rüberrutschen. Zweimal. Wunderbar. Gut, dann noch Platten holen. Ach, da ist wieder die Dingensmaschine im Weg. Die Essensmaschine. Gehen wir hier rüber und dann geht's. Jetzt hängen wir hier auch. Oh. So, jetzt aber. So, dann 7 Platten holen oder machen, je nachdem. Aber da wird noch welche unterwegs. 4 haben wir dann. Sieben fehlen da. Jetzt haben wir 6 und einen brauchen wir noch. Da ist er und dann geht's. Lass uns zurückgehen. Und dann stellen wir die Decke fertig. So. Noch 6. 4. 3. 2. Ne, 3. 2. 1. Und fertig. Super. Ja, dann brauchen wir hier noch Licht. Da sind keine Licht dabei, oder? Oder nicht die passende? Das ist ein Licht. Aber das wollen wir gar nicht, sondern das Licht wollen wir. Deckenlicht steht da. Okay, irgendwas mit der Wand brauchen wir da. Und das ist welches? Das haben wir ja alles schon, ne? Reinforced Wall Exterior Interior Joint. Das brauchen wir. Sehr interessant. Das ist das alle nicht, oder? Da ist eine Wand mit Licht. Die haben wir jetzt nicht eingebaut. Was ist denn hier so für Teil da? Das ist es alles nicht. Das ist eine Ecke. Die haben wir schon gebaut. Da unten ist die. Gibt es noch eine andere Ecke? Das sind alles Klamotten, die es nicht sind. Na,
Kann man ja schön lesen da. Das hatten wir. Das ist der 3D-Drucker in groß. Das sind alles Teile, die wir jetzt nicht gerade brauchen. Decke, Wandteil mit Licht, Tür, das Förderband oder so. Tja, das ist das Indoor-Licht, das Werkzeug und hier ist die Deckenlampe. Ja, aber die können wir noch nicht kriegen, da müssen wir erst was anderes bauen. Sollten wir das bauen? Ja, weiß ich auch nicht. Gut. Ich würde sagen, für die Runde soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Immer hier die Deckenlampen machen, ne? Und diesen Raum also fertig. Bis dann. Tschüss.